ein eigener Discord-Server für eure Freunde, Community oder was ihr sonst so vorhabt. Egal, ob ihr bereits einen Discord-Server habt und dieser ein Makeover braucht oder ihr ganz neu dabei seid und einen richtig geilen Discord-Server aufbauen wollt. In diesem Video werden wir einen Discord-Server erstellen, Kategorien anlegen, Kanäle anlegen, Rollen und Rechte verteilen, Bots für den Server konfigurieren und auch alles richtig schick aussehen lassen. Uff. Da haben wir wirklich viel zu tun, aber danach habt ihr ein wirklich kleines, rundes Paket, womit ihr einmal einen kompletten Server erstellen könnt. Und das Coole an der ganzen Sache ist, den Server, den wir hier gemeinsam in dem Video erstellen, könnt ihr am Ende des Videos natürlich auch einfach über den Link in der Videobeschreibung herunterladen. Aber legen wir auch direkt los. Ihr braucht auf eurem PC erstmal Discord, damit ihr einen Discord-Server erstellen könnt. Und dort geht ihr dann, wenn ihr in Discord angemeldet seid, einfach links zu diesem grünen Pluszeichen Server hinzufügen. Es kommt dann ein Pop-up und dort könnt ihr entweder schon Vorlagen nutzen, wie die Vorlage, die ihr über den Link unten in der Videobeschreibung natürlich kostenlos bekommt, oder aber ihr sagt selbst erstellen. Und als nächstes werdet ihr gefragt, ob ihr das Ganze für einen Club oder eine Community machen wollt oder für euch selbst und Freunde. Wir machen das Ganze mal für euch selbst und Freunde, ihr könnt jederzeit auf einen Community-Server upgraden. Das würde ich euch jetzt noch nicht empfehlen, denn das bedingt nämlich, dass ihr zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung einschaltet, dass nur noch Nutzer rauf können mit einer bestätigten E-Mail. Also ganz viele Dinge. Ihr bekommt auch viele Dinge dazu, aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Also für mich und meine Freunde. Als nächstes müsst ihr für diesen Server eigentlich nur noch einen Namen vergeben. Und da solltet ihr, wenn ihr zum Beispiel Creator seid, vielleicht auch einen Creator-Tag nehmen. Wenn das Ganze privat läuft, vielleicht auch einen eigenen Namen. Also das, was den Server nachher betitelt. In meinem Fall mache ich das Ganze jetzt mal auf Nilsson1489 und dann Tutorial Server. Ihr könnt dann dem Server auch schon ein Bild hochladen, einfach anklicken und auswählen und dann auf Erstellen klicken. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt schon den Discord-Server erstellt. So einfach geht das Ganze. Ihr habt auf der linken Seite Textkanäle und Sprachkanäle, aber alles ist noch ziemlich, ja, roh. Wir machen das Ganze gleich richtig nice und was natürlich auch nice ist, wenn man passende Overlays für seinen Stream hat. Immer frische und professionelle Designs und Overlays für Streamer. Bei OwnTV gibt es eine riesen Auswahl an Overlays, Emotes, Logos und vielen mehr und das zu sehr fairen Preisen. Unter anderem gibt es ganze Komplettpakete, die von A bis Z alle Designelemente enthalten, die ihr für den Start braucht. Aber auch die Erstellung von individuellen Emotes ist möglich. Dort könnt ihr zwischen 11 verschiedenen Charakteren wählen und diese ganz nach eurem Belieben anpassen. Die Emotes sind nach dem Kauf direkt zum Download verfügbar und können durch das passende Format auch direkt bei Twitch hochgeladen werden. Habt ihr noch gar keine Overlays oder wollt einfach mal nach was Neuem schauen, so klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv/owned. Wir wollen jetzt im nächsten Step als erstes unseren Server mal ein bisschen organisieren. Wir haben auf der linken Seite schon Kategorien, das heißt Textkanäle, und wir haben auch eine Kategorie Sprachkanäle, aber irgendwie ist das ja noch nicht so richtig cool. Was wir also machen, ist, dass wir jetzt mal die erste Textkanalkategorie umbenennen mit Rechtsklick und dann Kategorie bearbeiten. Und dort vergeben wir einen Namen für diese erste Kategorie und da nehme ich zum Beispiel Willkommen. Ich möchte das Ganze aber auch ein bisschen hübscher machen. Und was man da machen kann, ist, dass man zum Beispiel hier vorne noch Emojis vorpackt. Einfache Möglichkeit zum Beispiel auf Windows ist, wenn ihr die Windows-Taste und den Punkt drückt auf der Tastatur, dann kommt so ein Emoji-Menü und dort könnt ihr einfach auswählen und Emojis einfügen. Das heißt, wenn ihr da was findet, ganz einfach auswählen, aus die Maus. Ihr könnt aber auch auf so Seiten wie hier diese Copy and Paste Emoji-Seite zurückgreifen und dort habt ihr Emojis und wenn ihr ein Emoji findet, könnt ihr so ein Emoji einfach kopieren, also markieren, dann Steuerung C auf der Tastatur und dann geht ihr zurück in den Discord-Server und mit Steuerung und V könnt ihr das Ganze hier einfügen. Das ist auch möglich. Also da seid ihr frei am Drehen, um dann die Emojis hier in den Namen reinzubekommen. Ich habe mir gedacht, dass ich hier so eine farblichen Kreise nehme, dann mache ich einmal ein Pipe-Symbol und dann Willkommen. Und so mache ich das für alle Kategorien. Das heißt, Änderungen speichern. Ich habe jetzt meine Kategorie bearbeitet. Über Escape oder das X hier oben kann ich rausgehen. Und das sieht doch schon wesentlich netter aus. Also was ihr jetzt machen solltet, ist, dass ihr erstmal alle Kategorien erstellt, die ihr haben wollt. Ich mache das jetzt auch einmal im Schnelldurchlauf.
Schnelldurchlauf. Habt ihr die Kategorien erstellt, wie bei mir zum Beispiel hier, würde ich jetzt einfach noch den Sprachkanal löschen, beziehungsweise die Kategorie. Das Ganze brauche ich hier nicht mehr. Das bauen wir selber nachher rein und ich nehme auch den Sprachkanal allgemein dann raus. Kanal löschen. So, jetzt haben wir schon mal hier richtig schön aufgeräumt und farblich auch wiedererkennbar auf der Seite unsere Kategorien. Und der nächste Step wäre, dass wir das Ganze mit Kanälen befüllen. Aber wusstet ihr eigentlich, dass nur rund 28% aller meiner Zuschauer überhaupt Abonnent dieses Kanals sind? Also solltet ihr noch nicht abonniert haben, klickt doch gerne unten den Abo-Button und drückt auch auf die Glocke, damit ihr nichts rund um das Thema Streaming und auch Content Creation verpasst. Dankeschön. Legen wir als allererstes mal unseren ersten Kanal an. Ich lösche jetzt einfach mal den Allgemeinkanal, Kanal löschen und dann füge ich dort einen Textkanal ein. Das heißt, ich gehe hier auf Kanal erstellen mit dem Plus und wähle nun Textkanal aus. Bei Kanalname kann ich dann den Namen vergeben und ich markiere das Ganze nicht als privaten Kanal. Das schauen wir uns später auch nochmal an, sondern ich mache einen normalen öffentlichen Kanal. Das Problem mit Kanalnamen ist jetzt, wenn ich hier zum Beispiel einen Kanal erstelle, wie zum Beispiel Regeln, und ich möchte das Ganze groß geschrieben haben, geht es nicht. Möchte ich da jetzt irgendwie noch Emojis reinmachen, kann ich Windows-Taste und Punkt. Ja, das geht. Aber mehr kann ich nicht. Ich kann hier keine Leerzeichen machen, dann kommt ein Bindestrich. Also wie bekomme ich das nun hin, dass ich zum Beispiel meine Textkanäle und auch meine Sprachkanäle unterhalb einer Kategorie ein bisschen einrücken kann? Und da gibt es einen kleinen Trick. Das erste wäre zum Beispiel folgende Seite. Hier gibt es zum Beispiel die Seite F-Symbols. Die habe ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte andere Fonts haben oder ich möchte Bold-Text haben. Dann gebe ich hier einfach den Text ein, wie Regeln. Und schon bekomme ich das Ganze hier in verschiedenen Arten angezeigt. Und ich möchte das einfach hier so dick haben. Oder vielleicht auch das hier. Ich nehme mal das hier. Copy. Dann gehe ich in meinen Discord-Server. Mit STRG und V kann ich das Ganze einfügen. Und schon habe ich eine Großschrift. Cool, oder? Jetzt möchte ich aber hier vor noch, dass das Ganze eingerückt ist. Das heißt, ich brauche ja irgendwie leere Charaktere. Und das geht nicht. Leerzeichen geht nicht. Was mache ich jetzt? Und da kann man auch so ein paar Fake-Charakter nehmen. Das zeige ich euch auch nochmal. Dafür gibt es auch unglaublich viele Websites. Ich habe jetzt hier mal emptycharacter.com genommen. Dort könnt ihr zum Beispiel einfach auf Method 1, Copy with a Button, Copy to Clipboard draufklicken. Das Ganze wird zum Clipboard kopiert. Dann geht ihr wieder in den Discord-Server. Und dort kann ich jetzt einfach vor das R klicken, STRG und V. Und dann bekomme ich folgendes, ein Bindestrich. Also so könnte ich das Ganze jetzt zum Beispiel schon mal nach rechts schieben. Ich kann aber auch andere Emojis da rein kopieren, um das Ganze zum Beispiel nach rechts zu schieben. Wie zum Beispiel ein passendes für Regeln. Also schaue ich einfach mal zum Beispiel bei Copy-Paste-Emojis, da schaue ich nach einem passenden, wie nehme ich denn mal hier so ein Clipboard, nehme ich mal STRG und C, gehe wieder in meinen Discord-Server, STRG und V, füge das Ganze ein. Und schon habe ich das Ganze ein wenig nach rechts geschoben. Da seid ihr jetzt frei am Drehen. Also ihr könnt unendlich leere Charaktere da einfügen und Emojis. Ihr solltet natürlich dann die Länge nachher beachten, wenn das Ganze im Kategoriebaum angezeigt wird, damit es nicht die Länge überschreitet. Und ready, Kanal erstellen. Und schon seht ihr, dass hier mein Kanal durch das Leerzeichen, der Bindestrich ist nicht mehr zu sehen, einen nach rechts geschoben und dann kommt das Emoji. Und so sieht das natürlich, wenn ich es aufklappe, auch wesentlich cooler aus. Was ihr jetzt natürlich machen solltet, ist, dass ihr die weiteren Textkanäle einfügt und auch die Sprachkanäle. Bei den Sprachkanälen wäre das Ganze dann auch wie bei den Textkanälen. Ich mache das hier zum Beispiel mal für Voice. Da erstelle ich nun einen Voice-Kanal und habe das gleiche dann Kanalname und nicht als privater Kanal und erstelle das. Das macht ihr einmal, ich mache das auch und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt, wo wir alle Kanäle angelegt haben, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Und zwar habe ich zum Beispiel jetzt hier Regeln und Ankündigungen. Dann haben wir unter allgemein Quasselecke, Memes, Fotos und Updates. Unter Games habe ich jetzt erstmal Call of Duty und Valorant. Dann haben wir unter VIP den Geheimchat und den Flurfunk. Und bei Voice haben wir Empfang, Gaming und AFK. Der nächste Step, den wir jetzt durchlaufen müssten, wären Rollen. Denn Rollen definieren die einzelnen Rechte nachher auf eurem Server. Um das zu machen, geht man einfach oben auf den Server, in das Dropdown und dann Server-Einstellungen. Dort wechselt man dann auf Rollen und bei Rollen haben wir eine Standardberechtigung. Da gehen wir einmal drauf, das ist Add Everyone. Und dort gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, damit alle, die auf den Server kommen, erstmal keine Rechte haben. Berechtigungen löschen. Hat man das getan, wurden alle Berechtigungen entzogen und somit kann auch niemand, der auf euren Server kommt, etwas machen, ohne dass ihr das wollt. Es sei denn, er hat eine Rolle bekommen und dafür muss er was tun. Also, wir haben die Add Everyone-Rolle jetzt erstmal
entkräftet. Die nächste Rolle, die wir haben wollen, können wir hier über Rolle erstellen anlegen. Und die Rolle, die klicken wir mal an, gehen auf Anzeige und können dem einen Namen geben. Wir brauchen auf jeden Fall Moderatoren, also eine Moderatorrolle. Der Rolle könnt ihr dann eine Farbe geben, wie zum Beispiel Orange. Und wollt ihr das Ganze schön rechts auf der Seite gruppieren, könnt ihr ja auch noch Mitglieder in der rechten Anzeige anhand ihrer Rollen gruppieren anklicken. Änderungen speichern und schon haben wir unsere Moderatorenrolle. Die Rolle braucht natürlich auch Berechtigungen und da gehen wir einmal auf Berechtigungen. Und hier würde ich für Moderator natürlich jetzt erstmal alles, was mit Verwalten zu tun hat, aktivieren. Das heißt, natürlich darf ein Moderator Kanäle ansehen, Kanäle verwalten und Rollen verwalten, darf auch Emojis und Sticker verwalten, den Audit-Log einsehen und auch Webhooks und Server verwalten. Nein, stopp, Server verwalten sollte der Moderator nicht geben. Das lasst ihr weg. Dann geht ihr weiter runter, Einladungen erstellen, Nicknamen ändern, Nicknames verwalten, Mitglieder kicken und bannen und auch Timeouten soll natürlich möglich sein. Nachrichten versenden und Posts erstellen, Nachrichten in Threads und Posts versenden, öffentliche Threads erstellen. Also ihr geht immer weiter runter. Ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Und was ihr natürlich einem Moderator nicht geben solltet, wäre die Administratorenrolle. Moderator fertig. Nächste Rolle, die wir anlegen, wäre einmal mit Plus die VIP-Rolle. Die VIP-Rolle, die vergebt ihr eigenhändig an Zuschauer bzw. Benutzer eures Discord-Servers, die ihr als VIP haben wollt. Die machen wir jetzt mal blau, auch wieder gruppieren und dann einmal speichern. Dann geht ihr auf Berechtigungen und dort könnt ihr natürlich jetzt ein bisschen restriktiver sein als bei Moderatoren. So würde ich zum Beispiel das ganze Verwalten nicht mit anhaken. Kanäle ansehen auf jeden Fall. Es soll auch die Möglichkeit bestehen, für VIPs andere Leute einzuladen an den Server. Dann sollen VIPs ihren eigenen Nicknamen ändern können. VIPs sollen auch noch weiter runter Nachrichten versenden und Posts und auch Threads. Und auch Threads erstellen können und private, sollen auch Links einbetten, Dateien anhängen und Reaktionen hinzufügen können, externe Emojis, externe Stickers und VIPs sollen nicht erwähnen können. Das würde ich den Moderatoren und auch dem Besitzer des Discord-Servers vorenthalten. Dann weiter runter, den Nachrichtenverlauf anzeigen ist ganz wichtig, verbinden, sprechen, Video erlaube ich den VIPs, Sprachaktivierung verwenden, ganz wichtig und VIPs dürfen auch Mitglieder verschieben. Dann speichern. Die nächste Rolle wäre dann der Stammgast. Diese Rolle wird an Benutzer vergeben, die schon etwas länger auf dem Discord-Server sind. Dann nehmen wir jetzt hier mal so ein helles Grün. Auch wieder gruppieren, speichern und dann die Berechtigungen anpassen. Dann brauchen wir noch eine Rolle für alle Benutzer, die unsere Regeln akzeptieren, also dann wirklich auch was machen können. Die nennen wir jetzt einfach mal Neuankömmling. Geben hier mal die gelbe Farbe, auch wieder gruppieren, speichern. Beim Neuankömmling wollen wir bei den Berechtigungen wirklich restriktiv sein. Also klar, ein Neuankömmling soll mehr als die Add-Everyone-Rolle, nämlich soll Kanäle ansehen können. Ganz wichtig, soll dann weiter unten Nachrichten versenden dürfen, soll dann auf jeden Fall auch Reaktionen hinzufügen und Emojis verwenden dürfen und auch Sticker und soll auch den Nachrichtenverlauf sehen. Dann soll ein Neuankömmling sprechen dürfen und auch verbinden, also überhaupt den Sprachchat nutzen dürfen und die Sprachaktivierung verwenden ist auch ganz wichtig. Das Ganze einmal speichern und jetzt gibt es noch eine wichtige Rolle und zwar, wenn ihr Bots auf eurem Server benutzen wollt, dann braucht ihr noch eine Bots-Rolle. Die erstellen wir jetzt auch nochmal und da gibt es etwas, worauf ihr auf jeden Fall achten müsst. Ich gebe der Bots-Rolle jetzt mal hier so ein helles Grau. Gruppiere das Ganze an der rechten Seite, speichern und bei Berechtigungen solltet ihr nun den Bots alle Rechte geben. Also wirklich alle Rechte, denn da kommen wir später dazu, wenn wir dann auch Bots hinzufügen, da werdet ihr sehen, warum wir das Ganze machen. Selbst das Recht Administrator würde ich den Bots geben, dadurch können sie dann selber halt ihre Funktionen ausführen. Wir speichern das Ganze und nun gibt es eine Sache, worauf ihr achten müsst. Bots ist ja jetzt hier in der Hierarchie unter den anderen Rollen. Das heißt, wenn der Bot irgendwas machen möchte, um zum Beispiel Rollen zu vergeben, kann er das nicht. Ihr müsst den Bot also nehmen und nach ganz oben ziehen. Bots sollte oben sein und in der Hierarchie dann Moderator, VIP, Stammgast, Neuankömmling, Add Everyone. Das Ganze auch nochmal speichern und schon sind auch unsere Rollen mit den dazugehörigen Rechten richtig eingestellt. Gehen wir einmal in die Übersicht unserer Kanäle und nun kommen wir auch zu den Rechten. Wir haben zwar jetzt generell schon eingestellt, welche Rolle was darf, aber wir wollen das noch auf Kategorieebene runterbrechen und vielleicht sogar auf Kanalebene.
Wenn wir jetzt mehrere Kanäle in einer Kategorie haben, können wir per Rechtsklick auf die Kategorie gehen und können dieser Kategorie Rechte geben. Das heißt Kategorie bearbeiten und dann auf Berechtigungen. Erweiterte Berechtigungen und nun kann ich hier für jede Rolle, die ich hinzufüge, die ich schon habe auf dem Server, nochmal zusätzlich einstellen, was die Rolle dort darf und was nicht. Das macht ihr für jede Kategorie und alle Kanäle in dieser Kategorie synchronisieren sich automatisch mit den Kategorierechten. Bei zum Beispiel dem Willkommen-Channel haben wir ja die Regeln und wir haben dort auch einmal unseren Update-Channel. Damit jetzt dort zum Beispiel andere Benutzer nichts machen können, haben wir ja Add Everyone, die dürfen sowieso nichts. Und dann gehen wir mal auf Rollenmitglieder. Wir gehen dann zum Beispiel mal auf Neuankömmling, fügen das Ganze hinzu und sagen, okay, er darf auf jeden Fall den Kanal sehen. Das Recht hat er ja schon, das brauchen wir nicht verändern. Aber Neuankömmling hat ja das Recht, Nachrichten zu versenden. Und das entziehen wir ihm für diese Kategorie. Außerdem entziehen wir die Möglichkeit, Emojis und Sticker zu verwenden und speichern das Ganze. Das machen wir jetzt auch für alle anderen Rollen. Das heißt, wir gehen hier jetzt nochmal in die Rolle Stammgast. Bei Stammgast soll auch bitte nicht eine Nachricht versendet werden dürfen. Es dürfen auch keine Threads und Posts genutzt werden. Also das entziehen wir hier einfach mal. Die Links, Dateien, Reaktionen, das nehmen wir alles raus. Bis auf die Reaktion. Sorry, das lassen wir. Reaktion brauchen wir nämlich. Dann auf Speichern. Dann machen wir das Ganze auch nochmal für unsere VIPs. Die sollen hier nämlich auch nichts posten dürfen. VIPs haben ja schon ein paar mehr Rechte. Dort nehmen wir dann zum Beispiel das Versenden weg, auch die Threads. Also eigentlich alles, was hier mit Text zu tun hat, nehmen wir raus. Bis auf die Reaktion, dann die Emojis und Sticker nehmen wir weg, dann auf Speichern. Und als letztes haben wir noch die Moderatoren. Und die Moderatoren, die sollen hier bitte auch nichts drin machen können. Die Moderatoren könnt ihr natürlich den Zugriff gewähren, dass sie da etwas machen. Aber im Endeffekt stellt ihr das einmal ein, das werdet ihr gleich sehen. Und dann braucht ihr das dort nicht. Das heißt, Berechtigung wieder verwalten. Wir nehmen hier einfach wirklich alles raus. Nicht verwalten, auch die Berechtigung nicht, die Webhooks nicht. Auch keine Einladungen erstellen, versenden, das nehmen wir alles raus. Bis auf Reaktionen, das lassen wir wieder drin. Und bei den Bots machen wir gar nichts, denn die Bots, die sollen hier alles machen können. Und schon haben wir diese Kategorie eingestellt und die Kategorie hat nun die richtigen Rechte. Alle Kanäle unterhalb der Kategorie bekommen diese Rechte und werden damit synchronisiert. Das macht ihr jetzt zum Beispiel hier noch für die anderen Kategorien. Im Template, was ihr von mir nachher kostenlos bekommt, ist das natürlich schon eingestellt, aber hier könnt ihr selber dann einstellen, was ihr haben wollt. Eine Besonderheit gibt es, ihr könnt ganze Kategorien als privat kennzeichnen. Machen wir es zum Beispiel mal bei VIP, denn der gesamte VIP-Bereich soll als privat markiert sein, Kategorie bearbeiten, dann auf Berechtigungen und dort kann ich jetzt hier auf privat stellen. Dort steht es auch, wenn du eine Kategorie auf privat setzt, können nur ausgewählte Mitglieder und Rollen diese Kategorie sehen. Synchronisierte Kanäle in dieser Kategorie werden automatisch zu dieser Einstellung passen. Das heißt, wenn ich hier das Ganze jetzt auf privat stelle, kann ich auswählen, welche Rollen und Mitglieder da überhaupt rein dürfen. Mitglieder und Rollen hinzufügen. In VIP dürfen nur Moderatoren und VIPs rein. Fertig. Und schon wird diese Kategorie überhaupt gar nicht gesehen von anderen Mitgliedern und die können dort auch nichts machen. Änderungen speichern. Das Ganze könnt ihr natürlich auch für einzelne Kanäle machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Kanäle habt, die ihr aus dieser Synchronisation rausnehmen wollt, wie zum Beispiel Updates, dann könnt ihr sagen, okay, ich gehe jetzt auf Updates, Kanal bearbeiten und könnte hier jetzt sagen, Berechtigungen privat, dann sieht diesen Update-Kanal aber keiner mehr, außer die ausgewählten Rollen. Ihr könnt ihn aber auch öffentlich lassen und nur für den Kanal die Berechtigungen ändern. So könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, Add Everyone darf da sowieso nichts machen. Wir nehmen jetzt in dem Updates-Kanal auch den Rollen einzeln noch den Zugriff weg. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen, Neuankömmling darf dort nichts drin machen, keine Nachrichten senden, darf auch keine Links einbetten oder Dateien und auch keine Reaktionen und gar nichts und keine Emojis zum Beispiel und auch keine Sticker verwenden. Mache ich das und füge hier auch die weiteren Rollen hinzu, habe ich die Möglichkeit, zwar generell für die gesamte Kategorie allgemein einzustellen, welche Rolle was darf, durch die Synchronisation, aber ich nehme Updates raus und mache dort eigene Rechte nochmal hinzu. Und somit stellt ihr eigentlich alle Rechte und alle Rollen erstmal für euren Discord-Server ein. Seid ihr hier mit dem gesamten Einstellen fertig, gibt es eine Möglichkeit, wie ihr kontrollieren könnt, ob die Rechte auch richtig sitzen. Dafür geht ihr einmal oben auf euren Servernamen, dann Server-Einstellungen und dann zu Rollen. Klickt ihr auf eine Rolle, wie zum Beispiel Neuankömmling, könnt ihr hier unten unter dem Tab Anzeige auf Server mit Rolle betrachten klicken. Ihr werdet nun automatisch in die Rolle Neuankömmling versetzt und seht nun, was Neuankömmling sieht.
sieht und auch was er machen kann. Er sieht zum Beispiel, wenn er auf Regeln geht, du hast keine Berechtigung. Richtig, bei Quasselecke, ja, darf er schreiben. Und er kann sogar hier in die einzelnen Sprachkanäle rein. Wunderbar, das funktioniert also schon mal. Und ihr könnt nun, während ihr das macht, jederzeit hier oben auf Rolle auswählen gehen, könnt Neuankömmling rausnehmen, dann würdet ihr Add Everyone sehen und dann kommt nämlich eine Sache zu Trage. Wir müssen noch bei Add Everyone was ändern für den Willkommen-Kanal. Add Everyone sieht nämlich gar nichts. Einfach null. Wüste. Dann könnt ihr hier natürlich sagen, okay, was sieht der Stammgast und was kann der Stammgast? Was sieht der VIP und was kann der VIP? Hier könntet ihr nochmal kontrollieren, kann VIP in Regeln schreiben? Nein, kann VIP nicht. Und wollt ihr aus dem Ganzen raus, geht ihr einfach oben rechts auf Deaktivieren und so testet ihr euren Discord-Server. Was nun wichtig ist bei Willkommen, gehen wir nochmal per Rechtsklick auf die Kategorie und gehen dann zu den Berechtigungen auf Add Everyone. Add Everyone kann ja gar nicht die Kanäle von Willkommen sehen und auch die Kategorie nicht, soll aber diese Kategorie sehen können. Das heißt, wir müssen hier zusätzlich jetzt das Recht für Add Everyone überschreiben, Kanäle ansehen, ja, darf Add Everyone und ganz wichtig, auch weiter unten Reaktionen hinzufügen, auch wichtig und Nachrichtenverlauf anzeigen. Auch wichtig. Speichern und testen wir das Ganze jetzt einmal. Das heißt, wir gehen hier einmal raus, gehen in die Server-Einstellungen, dann zu Rollen und dann zu Add Everyone. Haben wir jetzt nicht. Wir gehen hier drauf, Server mit Rolle betrachten, gehen auf Rollen auswählen, nehmen Neuankömmling raus. Jetzt sehen wir, was Add Everyone kann. Add Everyone kann in Regeln und Ankündigungen rein, kann aber nichts machen, kann nichts schreiben. Und kann aber Reaktionen hinzufügen, was wir für die Regeln später brauchen. Eine wichtige Sache werden wir jetzt auf dem Discord-Server weiter einstellen. Und zwar haben wir unten diesen AFK-Kanal. Und den wollen wir verwenden, dass Leute, die im Voice-Chat sind und AFK sind, automatisch dort reingeschubst werden. Dafür gehen wir hier einmal auf den Server, dann wieder auf Server-Einstellungen. Und unter Übersicht könnt ihr nun einen Inaktivitätskanal auswählen. Einfach hier den AFK-Channel auswählen und sagen, okay, nach zum Beispiel 15 Minuten Inaktivität werden die Leute dort reingeschmissen. Okay, schon mal speichern. Dann Kanal für Systembenachrichtigung. Habe ich jetzt hier keine Systembenachrichtigung ausgewählt. Solltet ihr zum Beispiel bestimmte Systembenachrichtigungen haben wollen, wie zum Beispiel bei Ankündigungen, könnt ihr dann eine Willkommensnachricht automatisch reinschreiben lassen für neue Zuschauer oder neue Mitglieder. Ich nehme das immer gerne raus. Das kann man nämlich über Bots viel schöner machen. Was aber sehr interessant ist, wenn ihr zum Beispiel einen Server boosten lasst, dass das angezeigt wird, das nehme ich rein. Das heißt, in Ankündigungen werden nun Serverboosts angekündigt und so sieht jeder, dass dieser Server von jemandem geboostet wurde. Super Sache, die Einstellungen sind auch fertig, speichern. Nun wollen wir ja den Part hier oben mit Regeln und Ankündigungen vielleicht auch noch füllen. Und ich habe ja das Thema Bots angesprochen. Bots gibt es wie Sand am Meer für Discord und ich werde euch jetzt einen vorstellen, den ich selber nutze. Und ich werde euch auch eine Alternative zeigen. Ich selber nutze zum Beispiel seit Jahren jetzt den Mi6-Bot. Der ist generell erstmal kostenlos, nur eingeschränkt. Der kann von Anfang an schon ziemlich viel. Wenn ihr den vollen Umfang nutzen wollt, was ich mache, dann gibt es hier zum Beispiel die Premium-Möglichkeit und ich mache das Ganze über einen Lifetime-Plan, also wenn man weiß, man macht das länger, dann bezahlt man einmal und kann das für immer nutzen mit allen Features, die auch neu dazukommen. Oder man kann es monatlich machen. Eine kostenlose Alternative gibt es natürlich aber auch. Und da kann ich euch zum Beispiel den Karl-Bot ans Herz legen. Da habe ich auch schon einige Tutorials zu gemacht. Eine wichtige Info, wenn man Twitch-Live-Benachrichtigungen darüber machen möchte, das funktioniert immer noch nicht. Die sind da irgendwie, kommen nicht hinterher, dieses Feature ja, zu fixen. Das mal als Alternative. Der Prozess, wie wir das jetzt auf unseren Discord-Server bekommen, ist aber im Endeffekt immer gleich. Und wir werden das jetzt mal mit dem Mi6-Bot machen. Dort müsst ihr auf der Website eigentlich nur auf Add to Discord gehen. Bei mir werden jetzt schon Server angezeigt, weil ich angemeldet bin. Ihr müsstet euch dann einmal mit dem Discord-Account verknüpfen und dann geht man einfach auf Setup. Hier müsst ihr jetzt eine ganz wichtige Sache beachten. In diesem Pop-Up-Fenster werdet ihr erstmal gefragt, zu welchem Server wollt ihr das hinzufügen? Den Tutorial-Server. Weiter. Und dann werden hier ganz viele Rechte abgefragt. Bitte entfernt alle Rechte, das hat einen Hintergrund und das zeige ich euch gleich. Das heißt, hier einmal alles rausnehmen an Rechten, denn wir wollen nicht, dass der Mi6-Bot sich eine eigene Rolle erstellt und auch andere Bots das nachher machen, sodass wir ganz viele verschiedene Rollen haben. Wir wollen das sauber pflegen. Wir gehen dann einmal auf Autorisieren, dann nochmal bestätigen, dass wir auch wirklich menschlich sind
und schon wird der Bot hinzugefügt. Und jetzt müsst ihr eine wichtige Sache gleich machen. Ihr geht einmal rüber zu eurem Discord-Server und auf eurem Discord-Server seht ihr nun den Mi6-Bot, der ist gejoint, dann auf Rechtsklick draufgehen, auf Rollen und dort die Bot-Rolle geben. In dem Moment bekommt der Mi6-Bot die Bot-Rolle und hat nun ja auch alle Rechte, die er braucht. Und das ist eigentlich diese Besonderheit, die ihr beachten müsst. Also lasst uns den Bot mal einrichten. Bei Mi6 habt ihr jede Menge Möglichkeiten, wie zum Beispiel Willkommensnachrichten, eigene Commands, Embeds, ihr könnt Timer, Statistiken und ihr könnt auch Twitch-Alerts zum Beispiel machen. Da gibt es auch Twitter, YouTube, Reddit. Also ihr könnt jedes Mal, wenn auf einem eurer Social-Media-Kanäle was passiert, ihr geht live auf Twitch, ihr habt neues YouTube-Video, ihr postet neues Instagram-Foto, das gleich in den Kanal von eurem Discord-Server posten lassen. Wir schauen uns jetzt aber die Regeln an, denn das ist wichtig. Aktuell kommen neue Leute auf den Server und können nichts machen, weil sie die Add-Everyone-Rolle haben. Wie bekommen diese Benutzer nun die Neuankömmling-Rolle, mit der sie nun etwas machen können? Dafür geht ihr zu Reaction Roles und enabled das Ganze. Ja. Dann erstellt ihr eine neue Reaction Role und das dürft ihr nämlich einmal machen in der kostenlosen Variante. Da wählt ihr dann einen Channel aus, das wäre zum Beispiel Regeln. Dann könnt ihr hier eine Message einfügen. Also was soll gemacht werden, damit die Leute die Neuankömmling-Rolle haben? Und zwar könnt ihr jetzt zum Beispiel eingeben, bitte akzeptiert die Regeln, damit ihr hier posten könnt. Dann könnt ihr hier reingehen und könnt jetzt zum Beispiel eure Regeln einfügen. Ein Bild hinzufügen oder irgendwelchen Text. Oder aber ihr macht das Ganze, wenn ihr hier oben auf das Mülltonnen-Symbol geht und könnt hier weiter dann einfach mit Enter in die nächste Zeile gehen und könnt sagen, erstens kein Spam, zweitens immer freundlich sein und so weiter. Also ihr definiert eure Regeln. Da könnt ihr rumspielen, wie ihr wollt. Ihr könnt den Embed-Builder nutzen. Also ihr habt da ganz viele Möglichkeiten. Einfach nur, damit ihr das Prinzip versteht. Damit das Ganze jetzt funktioniert, geht ihr hier unten auf Reaction and Roles. Ein Emoji soll dort als Reaction kommen. Dann allow members to pick up roles from multiple reactions. Nein, wir machen jetzt einmal nur eine. Dann wählt ihr aus, was eine Reaction dort gegeben werden muss. Neuankömmling. Klickt dann hier auf das Emoji. Wählt das Emoji aus, zum Beispiel über Check. Und dann dieses grüne Checkmark. Und unten bei Reaction Mode müsst ihr Default auswählen. Ganz wichtig, wenn ihr Reverse macht, dann wird dann die Rolle entzogen. Aber ihr wollt die Rolle ja geben. Und hier kommt jetzt zum Beispiel noch eine Fehlernachricht. Die kommt zum Beispiel, wenn die Seite nicht neu geladen worden ist und der Bot noch nicht gemerkt hat, dass er jetzt die Rechte von mir händisch bekommen hat. Refresht man die Seite, wird das auch richtig angezeigt. Das müsst ihr auch machen, damit überhaupt nachher dieser Embed dort eingefügt wird. Ihr geht dann einfach auf Publish, das Ganze wird automatisch gespeichert und auf euren Discord-Server gepublished. Und schon habt ihr die Reaction Role für Regeln. Das heißt, wenn ihr jetzt auf den Discord-Server geht, habt ihr jetzt auf dem Regeln-Channel, den ja alle sehen können, auch at everyone, nun hier eure Regeln. Das kann man hübscher machen, größer machen, da seid ihr natürlich frei am Drehen, aber ich wollte jetzt hier nicht ein Kreativitätstutorial machen. Kann ich auch gar nicht. Was die Benutzer jetzt machen können, ist, dass sie hier reingehen und sehen, oh, ich muss die Regeln akzeptieren und hier auf das Icon klicken. Und in dem Moment, wo sie das machen und draufklicken, bekommen sie automatisch die Rolle Neuankömmling. Ihr seht, ups, jetzt ist mein Name von Grau auf Gelb gegangen und ich habe die Rolle Neuankömmling bekommen. Und so könnt ihr automatisieren, dass neue Benutzer auf eurem Discord-Server die Regeln akzeptieren müssen, um dann die richtige Rolle zu bekommen und loszulegen. Und das war eigentlich der Roundup mit Bots. Ganz wichtig, unter dem Video findet ihr den Link für das Template. Das stelle ich euch kostenlos zur Verfügung. Dann könnt ihr schon mal die ganzen Kanäle automatisiert anlegen. Müsst das nicht händisch machen, die Regeln und Rollen sind drin. Ihr müsst eigentlich nur die Bots hinzufügen, denn Bots werden nicht mit kopiert. Ganz wichtig. Solltet ihr mehr über Discord lernen wollen, schaut gerne mal hier oben rein. Da ist eine ganze Playlist, auch nochmal mit spezifischen Videos. Und da werden jetzt auch immer mehr neue Videos hinzukommen, um das ganze Discord-Thema 2023 mal wieder neu aufzugreifen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.